Guten Tag miteinander. Heute sind wir wieder mal bei Käubrider Inside. Und ich wollte Ihnen heute den FiltoClear vorstellen von der Firma Oase, der für uns ein sehr einfacher Filter ist für Kleinteichen. Einfach in dem Sinn, dass wir ihn einfach zum Installieren, einfach zum Reinigen und nicht viel Aufwand braucht für den Unterhalt. Wie vorher erwähnt, der Filter ist einfach in der Handhabung und im Unterhalt. Und heute gehen wir zu dem Teil vom UVC. Das UVC, das ist da drinnen, das ist das Vorschaltgerät. Und heute zeigen wir euch, wie man das Glas, das Leuchtmittel wechseln kann und allenfalls verunreinigtes Quarzglas reinigen kann. Als erstes haben wir hier einen blauen Knopf, das ist so ein Sicherheitsknopf. Den drücken wir einfach hier und drehen es etwa um 20 Grad, bis es Anschlag ist. Jetzt sehen wir hier schon unsere Markierung. Möchte das bei eurem Filter, möchte ich hier eine saubere Markierung. Der Vorteil von dieser Markierung kommen wir dann wieder darauf zurück, wenn es um den Zusammenbau geht. Und dann ist es nichts anderes wie gerade rausziehen. Das ist schon alles, was darum geht, bei dem UVC zum Rausnehmen aus dem Kopf. Also, dann haben wir hier das Vorschaltgerät mit dem Quarzglas und hier haben wir eine Sicherheitsschraube für die Überwurfmutter. Die lösen und schon kann man die Überwurfmutter abziehen. Und das Quarzglas rausziehen. Leuchtmittel entfernen, die zwei Schützen wegnehmen und dann sind wir beim Vorschaltgerät. Das Vorschaltgerät wird bei Ihnen hier immer ein bisschen schmutzig sein, das kommt einfach durch den Gebrauch. Dann putzen wir den Putzen, bis er auch wieder so aussieht. Ihr könnt auch mit Wasser, mit einem feuchten Lumpen, dass er so aussieht. Dann haben wir das Quarzglas, hier natürlich auch, das ist unser Vorführmodell, das ist sehr sauber, das ist gut. Wenn es so ist, müssen wir nicht mehr darum machen. Sollte es verkalkt sein, was sehr häufig der Fall ist, dann ist es klassisch mit einem Entkalker, wo man ganz einfach drüber fahren kann und das Glas kann reinigen. Sollte es verkalkt sein, nehmt ihr ein Gefäß mit einem starken Entkalker, in unserem Fall ist es jetzt Durgol, und nichts anderes wie einlegen, mit einem Bürstchen, einem Pinsel drüber fahren, ganz eine übliche Reinigung, bis sich der Kalk löst. Und dann ist die Geschichte auch schon fertig. Abspülen mit frischem Wasser. Und man hat wieder ein sauberes Quarzglas. Es kann sein, dass es leichte Verunreinigungen vielleicht noch hat, auch vom Gebrauch. Und die sind wirklich weiter nicht schlimm. Sobald man, ich würde jetzt mal sagen, 90% vom Glas noch gut sieht, muss man also sicher nicht wechseln. Quarzglas ist sauber. Wir haben ein neues Leuchtmittel. Das tun wir einsetzen. Das ist wirklich sehr einfach. Hier rein, ein leichter Druck und es hebt. Dann kommt die Abdeckplatte. So drüber, auch schon gut. Der Schutz vom Leuchtmittel gegenüber am Quarzglas. Und der Teil ist auch schon wieder fertig. Jetzt kommen wir zum Quarzglas einsetzen. Beim Quarzglas einsetzen nehmen wir jedes Mal eine neue Dichtung. Weil es ist wirklich sehr schade, wenn man die alte Dichtung nimmt. Es hat dann gleich irgendetwas schon Verbrauchsspuren drauf. Sie ist nicht mehr ganz dicht und man hat nachher dann, weil das die Dichtung, das Quarzglas, schützt die ganze Elektronik vor Nässe. Und es werden wirklich nicht gerade vorteilhaft, wegen der Dichtung hätten wir einen Schaden von einem neuen Vorschaltgerät. Die Dichtung, das ist ganz einfach, die nehmen wir raus. Nehmen ein bisschen Silikonfett, was wirklich wichtig ist für den ganzen Zusammenbau. Das braucht nicht viel. Ein bisschen rundherum, das ist schon gut. Und dann über das Quarzglas ziehen. Dann haben wir eine fettige Hand von dem Silikonfett. Gut, kommt das so drüber. Sehen wir, wie einfach das ist. Den Ohrring vielleicht ein bisschen andrücken und dann kommt wieder unsere Überwurfmutter. Und einfach da ziehen. Man kann nicht zu weit gehen, weil die Überwurfmutter hat auch wiederum einen Widerstand, den er hier am Kunststoff ansteht. Ihr seht hier wieder die Schrauben. Die drüllen wir wieder rein.
So, und der Wechsel vom Leuchtmittel an einem Vorschaltgerät vom Oase Filtoclear ist somit erledigt. Jetzt haben wir das fertig montierte Vorschaltgerät, UVC-Vorschaltgerät. Hier ist gereinigt, Silikonfett ist aufgetragen, da haben wir auch einen O-Ring und wir haben hier das Gehäuse. Das ist normal bei Ihnen auch verschmutzt. Reinigen wir es reinigen mit Wasser, Silikonfett auftragen, schön inwendig. Und jetzt kommt die Markierung zum Zug, die ich euch vorhin gezeigt habe. Weil genau in dieser Position stoßen wir das UVC gerade ab. Wir müssen ein bisschen hin und her wippen. Und jetzt seht ihr, es macht noch ein bisschen Klick, er ist drin. Und dann nichts mehr anderes, wie einfach zurückdrehen zu der Fixierung hier, zu der blauen Sicherung. Ja, dann wünsche ich euch viel Spass beim UVC-Wechsel. Solltet ihr Fragen haben, dann läutet Ingenieur da. Wir sind für euch da. Und ja, viel Spass bei dem einfachen Druckfilter für kleine Teiche. Schönen Tag miteinander.